Logbuch des ersten Offiziers. Sternzeit 204241,76. Durch einen misslungenen Hyperraumsprung verbrauchten wir sämtliche Energie des Antriebs und treiben seitdem manövrierunfähig im Delta-Sektor weit ab von jeder bewohnten Zone. Der Captain sowie die zwei Lagerarbeiter wurden durch die Energieentfaltung so stark verletzt, dass sie in den künstlichen Kälteschlaf geschickt werden mussten. Neben mir ist nur noch Fenrich Voss einsatzbereit. Unsere Energievorräte für die Lebenserhaltung sind mittlerweile ebenfalls stark angegriffen und werden nur noch wenige Tage, mit ein bisschen Glück, 1 bis 2 Wochen ausreichen. Wir sind zu weit von jeder Sonne entfernt, sodass eine Solaraufladung nicht in Frage kommt. Wenn wir nicht bald eine Lösung finden, werden wir draußen verhungern oder erfrieren. Logbuch des ersten Offiziers, Sternzeit 204241,87. Nachtrag. Unsere Ortung ist scheinbar so weit eingeschränkt, dass wir gar nicht bemerkt haben, dass wir auf ein riesiges Objekt zutreiben. Eine Sichtprüfung ergab, dass es sich um ein Raumschiff der Lunitrail-Klasse handeln muss. Das Merkwürdige daran ist nur, dass diese Stationen seit über 200 Jahren nicht mehr eingesetzt werden und diese nie so weit draußen waren. Von der Station kommen keine Lebenszeichen, aber wir können etwas Licht in den Fenstern erkennen. Energie scheint vorhanden. Fenrich Voss kennt sich mit diesen alten Stationen aus. Er meint, dass die Energiezellen mit unseren kompatibel sind. Das könnte unsere Rettung sein. Wir versuchen nun, uns mit den letzten Reserven der Antriebe direkt an den Maschinenraum anzukoppeln, um dort die Plasmazellen zu entnehmen. Ich wünsche uns viel Glück. So, und willkommen bei Space Shocker V2. Ja. Man hört vielleicht, ich bin noch etwas krank, erkältet, was auch immer. Und ja, wir werden es auf jeden Fall gleich spielen. Hier habe ich übrigens festgestellt, hier dürfte eigentlich noch F drauf. Weil es gibt ja noch die Flashlight. Also Taschenlampe auf F. Das steht hier gar nicht. Böse, böse. Aber okay. Vielleicht steht es auch nicht drauf, dass, weil es normalerweise immer auf F ist, dass die Taschenlampe da ist. Aber ich hatte schon mal ein Spiel, da war es auf einem ganz anderen. Ich glaube, ich weiß nur nicht mal auf welchem. Fälscher Taste ist aber. Aber okay. Wir starten jetzt auf jeden Fall. Es dauert jetzt ein bisschen. Bei mir irgendwie.
So, okay, da Wir werden sind wir in den schon. Maschinen- und Antriebshallen des Schiffes. Wir haben die Tür hinter dir verschlossen, damit keine Giftstoffe zu uns durchdringen können. Nein! Okay. Da werden wir also auch schon. Ich wollte noch sagen, dass falls ich es aus ungewöhnlichen Gründen schaffen sollte, jetzt alle 10 Plasma-Fusionszellen einzusammeln und hier lang rennen zu können, werde ich auf jeden Fall bei dem Gewinnspiel von Davodos mitmachen. Ja. Aber zuerst, Du musst mindestens 10 Plasma-Fusionszellen mitbringen, damit wir von hier da verschwinden können. Die Dinger hier. Aber zuerst werde ich die Keycards und das Labor suchen, denn im Labor gibt es einen Generator, der dafür sorgt, dass wenn wir die Plasma-Fusionszellen rausziehen, die Türen immer noch funktionieren. Ansonsten könnten wir die Plasma-Fusionszellen ja nicht mitnehmen. Oder wir müssten irgendwie rätseln. Aber sieht schon schön aus. Ja. Kann man nicht meckern. Und wir können Pflanzen essen. Also sollte man überhaupt nicht meckern. Oder noch nicht mal dran denken. Pflanzen essen ist cool. Pruga war hier. Babes of Alpha Centauri. Stardate. 234754. Okay. Ich frage mich eigentlich, naja, sind ja Fusions, also Plasma-Fusionszellen. Die können bestimmt über 200 Jahre halten. Wer weiß, wer weiß. Da ein bisschen Werbung. Werbung. Okay. Was ist das denn? Das sind bestimmt so Tische zum Rausrollen. Die kann man hier dann so, keine Ahnung, verteilen. Wir sind da. Wir müssten jetzt, am besten wir gehen hier lang, kommen wir erstmal hier vorbei und können dann weiter hier, also da lang. Ja, ich bin gerade ans Mikrofon mit meinem Headset gekommen. Es gibt hier Maps, es gibt auch einen Kompass und es gibt diese Schilder oben an der Decke. Aber ich werde es bestimmt hinkriegen, dass ich mich irgendwie verlaufe. Spätestens wenn ich vor Angst zittere, verfolgt werde und da ich es hasse, verfolgt zu werden und dich dann voll rumschwasse wie sonst was, ab da wird es dann passieren. Zutritt verweigert. Ah, okay. Da hatte ich beim letzten Mal schon die Keycard. Ja, ich habe schon mal aufgenommen, nur da hatte ich noch die anderen Einstellungen und das hat geruckelt, wie sonst was. Ja. Komm. Mal gucken, ob die Keycard hier auch noch ist. Oh Gott. Warte. Denke ich jetzt gerade falsch? Gestern hat es jemanden in die Abklingbecken gezogen. Die haben ihn nicht mehr gefunden. Komplett zersetzt. Langsam greift hier die Angst um sich. Ja, ich denke gerade falsch. Denke ich, dass ich falsch denke. Ich muss nochmal zurück. Denn ich habe das Gefühl, dass, sorry dafür, sorry für das Schniefen. Aber, wie gesagt, ich bin etwas erkältet. Tür schließt. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Wieso bin ich da nicht eben durchgegangen? Hä? Hä? Warte. Ich bin da doch. Fehlfunktion. Jetzt bin ich echt verwirrt. Bin ich da nicht eben durch? So, jetzt habe ich mich zum Teil schon verlaufen.
Jetzt weiß ich nur noch, dass, ja, hier ist die Kantine, also kann ich da vorne dann links. Wir sind wieder beim Personalraum. Okay. Tür öffnet. Wenn eine Tür auf von der einen Seite nicht mehr geht, dann Tür schließt. Bin ich schon verwirrt. Böse Lampe. Böse, böse Lampe. Flackert die einfach mal. Okay, 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 okay. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der Horrorspiele, zumindest Horrorspiele so wie, Slender oder so spielen kann. Auch wenn Slender jetzt eigentlich nicht wirklich. Ich bin jetzt voll verwirrt. Wo war diese Keycard nochmal? Ah. Ich guck mal auf die Karte nochmal. So, hier ist die Kantine ist hier. Da kommen wir noch nicht rein. Wir gehen erst nochmal in die. Nee, in der Kantine war ja nichts. Gehen wir da nochmal rein? Wir gehen da einfach nochmal rein. Gucken auch wirklich jetzt, ob die Tür wirklich nur von einer Seite benutzbar ist. Wenn ja, dann weiß ich's jetzt. Tür öffnet. Okay, ja. Tür schließt. Naja. Es gibt halt auch Türen, die nur von einer Seite betätigt werden wollen. Tür öffnet. Und können. Und möchten. Tür schließt. Ja. Pflanze essen. Pflanze essen. Das ist doch das beste Feature eines Spiels. Feature, nicht Future. Feature heißt es. Pflanzen essen. Es geht doch nichts über Pflanzen essen. Nee. Okay, anscheinend sind die Keycards immer woanders. Naja, bei V1 gab es dafür auch, glaube ich, für jede Keycard 3 verschiedene Spawn-Spots. Oder so. Wenn ich mich jetzt recht noch dran erinnere. Oder 2? Keine Ahnung. Ist auch egal, wir müssen suchen. Tür schließt. Und gehen ins Lager. Tür öffnet. Tür schließt. Und essen immer Pflanzen. Standby. Die sehen aber schon irgendwie cool aus. So, meinem Geschmack nach. Da ist eine Keycard. So. Ja. Okay. Okay. Spannende Worte. Spannende Worte. Oh, oh, was ist das denn? Da sind doch bestimmt 10 Plasmafusionszellen drin. Warum nimmt er sich nicht einfach so einen Karton mit? Sieht zumindest so aus. Zumindest sieht das so aus, als ob da so an den Seiten so reingesteckt sind. Und das sind dann. Ja, 6. Und hier natürlich auch wieder. Also. 12. Obwohl, die werden dann überkreuzt. Das wird ja echt nicht funktionieren.
sorry dafür. Tür öffnet. Ich möchte das eigentlich nicht machen, aber... Aha. Tür schließt. Was? Tür öffnet. Okay. Okay, okay, okay. Tür schließt. Maschinenraum Hauptlage. Da ist das Labor, da kommen wir noch nicht rein. Wir können jetzt mal gucken, wo wir sind. Wir sind da, okay. Ins Labor kommen wir wahrscheinlich erst mit der nächsten Keycard. Tür schließt. Tons Secret to do this. Convince everybody the BGE shall stay part of Blender. Write an exe export which is not under GPL to get more professional users. Let someone improve the performance of the BGE. Was ist denn BGE? Keine Ahnung. Ich kenne auch nur BGE. Aber ja. Force a developer to implement different shading for the BGE. Add more useful 2D filters like ambient occlusion of Martin's Jupiter's. Add a ragdoll function for amateurs with logic brick activation. Recommend Mr. Lairolo's channel and Space Shocker of V2 on www.blender.org. Okay. Thousand ways to cook human. Naja. New nuke for sale. Casper Catchmack. Ich wüsste zu gerne, was die da im Laborbereich treiben. Ich höre seltsame Laute durch die Wände. Okay. Der Schlauch hier sieht irgendwie so aus, als ob der aus Carbon oder so wäre. Ich weiß jetzt nicht, worauf ich dieses Muster festlege. Keine Ahnung. Merkwürdige Artefakte im Hauptlager in einer Kiste gefunden. Die Schriftzeichen darauf habe ich noch nie gesehen. Was ist das hier? Das Pandafleisch. Wieso auch immer. Böse. Macht sowas nicht. Ich esse es jetzt nur, damit es niemand anderes essen kann. Weil niemand sollte Pandafleisch essen. Pandas sind viel zu süß und zu cool dafür. Böse. Pandafleisch. Nein, dich nehme ich nicht. Ich möchte erst im Labor das Licht anmachen. Das Licht anmachen, was? Licht ist doch an. Auch wenn das etwas wenig Licht ist. Was auch irgendwie komisch ist, weil so läuft doch niemand auf einer Station normalerweise rum. Eine Station ist doch eigentlich richtig ausgeleuchtet. Sodass man keine Taschenlampe. Das nennt man heutzutage Taschenlampe, nicht Taschenlampe. Tür schließt. Wo bin ich denn hier jetzt? Hallo? Was ist das denn? Wo bin ich hier? War ich hier schon mal? Warum macht dieses Scheiß-Teil Scheißgeräusche? Und diese Taschenlampe auch. Oh Gott. Ich mag dieses Teil nicht. Ganz und gar nicht. War hier nicht irgendwo eine Treppe oder so? Nee. Keine ganze. Ja, wo bin ich? Ich habe mich jetzt schon irgendwie ein bisschen verlaufen. Tür schließt.
ja. Hallo. Ach, wie schön ein Tentakel. Der wurde aber sanft abgeschnitten. Bestimmt mit irgendwas aus diesem Werkzeugkasten. Bestimmt. Join the Interstellar Mining Corporation? Ganz sicherlich nicht. Wir sind jetzt hier. Okay. Meine Frage ist eh, wer baut bitte so eine Station? Aber okay. Wo macht man jetzt diesen Shit-Generator an? Das ist der blinde Affe. Affenkopf, eher gesagt. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber, ja, man kann ja auch mal was vergessen. Tür schließt. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich bin. Auch wenn ich gerade erst auf die Karte geguckt habe. Es kommt mir so vertraut vor. Tür schließt. War ich hier schon? War ich da schon? War ich hier schon? Ich wüsste zu gerne, was die da im Laborbereich treiben. Ja. Ich höre seltsame Laute durch. War ich schon? Komisch. Tür öffnet. Geh ich mal da lang. Hatte ich das schon mal? Stromausfällt, funktionieren auch die Türen nicht mehr. Nur diese Typen im Labor können das Notstromaggregat in Betrieb nehmen. Hey, der hört sich genauso an wie unser Raumschiff. Shuttle Rider. Der vorhin im Intro gesprochen hat halt. Oh, da ist noch ein Tentakel. Also bedeutet das, wir waren hier noch nicht. Was ist das denn? Wieso macht ihr denn alles so kack? Was ist denn? Oh. Was ist das? Hier wird wahrscheinlich mit dem Triforce die Dimension zu Zelda, also zu Link und so, aufgebaut. Da kann man dann in ein Wurmloch springen und spawnt dann in der Spielewelt da. Mhm. So funktioniert das bestimmt. Was bist du denn? Was bist du? Dann sag's mir halt nicht. Notstrom für Türsystem aktiviert. Oh. So, ich weiß schon mal, was uns verfolgt. Zumindest wieso. Woher es kommt, das Ding, wo uns gleich hasst. Und ich hasse dich. Okay. So. Vor allem mag ich Horrorspiele, die so böse Sounds haben, nicht? Also, böses Horrorspiel. Ich mag dich nicht. So. Ich werde mich jetzt von hinten vorarbeiten. Denn das ist wahrscheinlich das Beste, was ich machen kann. Falsche Taste. Das war doch der eine Raum, oder? Was ist der? Nee, das ist nicht der, den ich gerade meine. Hier können wir dann später noch die Plasma-Fusionszelle entnehmen. Ich möchte erstmal die an einer gewagteren Stelle, nämlich da, wo die eine Tentakel war.
entnehmen. Wo war das denn nochmal? Das war hier, genau. So. Wir orten bei dir ungewöhnliche Energiesignaturen. Sei vorsichtig und sieh dich bitte genau um. Nee, werde ich nicht machen, aber danke für die Warnung. Böses, böses, böses Spiel. Fuck. Blöde Taschenlampe. Hör auf mit diesem blöden Sound. Vor allem habe ich immer so die Panik, wenn die Tür aufgeht, dass da gleich dieses Viech hinter wartet. Und ja. Dieses Walkie-Talkie wird mir noch einige Nerven rauben. Genauso wie das Spiel an sich, ja. Fick dich doch mit dem Lachen. Einer völlig fremden Lebensform auf dem Monitor. Diese taucht immer wieder in deiner Nähe auf. Da. Na, 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 na. Hier ist doch auch noch irgendwo so eine shitty Zelle. So eine shitty Zelle. Oh Gott. Lass mich hier weg. Danke. Tür schließt. Halleluja. Tür öffnet. Hier ist schon dunkel, okay. Tür schließt. Ja, halt's Maul, Walkie-Talkie, echt. Mein Herz schlägt schon 260 Mal pro Minute. Das kann mein Herz. Es ist besonders an meinem Herz. Das kann über 670 Schläge in der Minute. Ja, es wird leider auch immer schwerer mit diesem Vieh, das gefühlt immer in meinem Nacken hängt. Ich bin gerade schon einigermaßen okay. Ich werde aber gleich sterben, das weiß ich. Vor allem, weil ich gerade überhaupt nicht mehr weiß, wo ich bin. Tür öffnet. Oh, schöne Stelle hier. Tür schließt. Bitte denken Sie an die vorgeschriebene Sicherheitskleidung, ach, um sich und andere zu schützen. Die Geschäftsleitung der Interstellaren Frachtgesellschaft. Ja. Leck mich doch im Arsch. Weil ich mit der Sicherheits... Ich weiß nicht mal mehr, wo ich hin muss. 70 Schläge pro Minute. Oder so. Keine Ahnung. Hi. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Geh schneller auf. Danke. Sorry für den männlichen Schrei. Oh Gott. Gott. Aber mit 6 Plasma... Waren es jetzt 6? Ich glaube 6 Plasma-Fusionszellen waren es jetzt. Oh Mann. Ich will 10. Ich will Pigsplant. Gib mir Pigsplant. So, ich bin auf jeden Fall tot. Das hat man auch an der schönen Nachricht gehört, dass man meine Vitalfunktionen nicht mehr mitkriegt. Ja. Die Folge wurde auch 30 Minuten. Mein Herzschlag sinkt jetzt wieder ein bisschen runter. Ich habe versucht durchzurushen. Funktioniert ab einer gewissen Stelle, wenn man dann um die falsche Ecke geht. Ist es natürlich am klügsten, nicht in die Richtung der Tür zu gehen.
Und auch nicht in die Richtung des Monsters. Also am besten bleibt man stehen. Was aber auch echt schlecht ist. Sagen wir es einfach mal so. Man sollte am besten gar nicht den falschen Weg nehmen. Ja. Was kann man noch sagen? Das Spiel ist schön schwer. Auch wenn ich für den Anfang, glaube ich, recht gut mit 6 Plasma-Fusionszellen bin. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich finde das gut. Ich finde das gut. Wenn ich zum Beispiel bei Pruger gesehen habe, der hat 2 geschafft. Ja. Also bin ich gegen Pruger jetzt gut. Mit 6. Ich hab 6. Das ist gut. Ja. Ich könnte jetzt noch weiter labern, aber ich glaube, das tue ich jetzt mal nicht. Und drücke gleich erstmal Aufnahme beenden und dann Escape. Und ja, werde mir dann erstmal ein paar Bonbons reinpfeifen, damit ich ein paar Videos gucken. Dieses Video dann derzeit bearbeiten und rendern. Ja. Ich muss jetzt echt erstmal ein bisschen runterkommen, auch wenn es jetzt wieder geht. Ich habe auch echt gesagt, gar nicht mehr dieses Geräusch von der Taschenlampe mitbekommen, wo ich in Panik war. Ja, also ich blende Geräusche aus, die mich echt stören, wenn ich in Panik bin. Anscheinend. Trotzdem will ich 10. Gib mir jetzt Pixplant. Ich will Pixplant. Gib's mir. Was? Gib's mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht bei Modded Minecraft oder bei dem da, bei Space Shocker. Genau. Sorry, dass ich den Namen gerade vergessen habe, aber Space Shocker. Werde ich auf jeden Fall öfters versuchen. Ja. Ich will auf jeden Fall mal hinkriegen. Mir hätten nur noch 4 gefehlt. Also will ich es irgendwann. Irgendwann schaffe ich es bestimmt, alle 10 zu kriegen. Ja. Bis dahin werde ich dieses Spiel wahrscheinlich spielen. Außer wenn ich vorher wegen einem Herzinfarkt draufgehe. Aber egal. Ich gehe wahrscheinlich eher bei einem anderen Spiel vorher mit einem Herzinfarkt drauf. Aber ich habe mich gerade schon irgendwie erschreckt. Ja. Ich sag jetzt ciao. Bis zum nächsten Mal.